Auf Instagram attackiert Rob Kardashian seine Ex-Verlobte Black Chyna mit den Worten, sie hat mich betrogen und zu viel Sex gehabt. Dazu stellt er die angeblichen Bilder, die zeigen, wie sie mit einem anderen Mann im Ehebett Sex gehabt haben soll, online. Deswegen droht ihm jetzt Ärger. Denn es ist verboten, solche Bilder ohne Zustimmung der betroffenen Person zu veröffentlichen. Das Instagram-Profil von Rob Kardashian ist inzwischen gesperrt. Die Plattform begründet das damit, dass sie einen sicheren Raum für ihre Nutzer bieten wollte. Inhalte, die gegen diese Richtlinien verstoßen, würden entfernt werden. In anderen sozialen Netzwerken geht der Rosenkrieg aber bitter weiter. Auf Twitter schreibt Rob Kardashian, sie konnte nicht treu sein, hat mich betrogen, hatte einfach mit zu vielen anderen Leuten Sex. Rob gibt an, selbst immer treu gewesen zu sein. Das will Black Chyna nicht so leicht auf sich sitzen lassen. Auf Snapchat postet sie zwischenzeitlich ein Video, in dem sie sagt, Rob habe sie geschlagen. Der Beitrag ist inzwischen gelöscht. Rob Kardashian droht jetzt jedenfalls mächtig Ärger. Neben Schmerzensgeld für die Verletzung der Privatsphäre seiner Ex setzt er sogar das Sorgerecht für seine Tochter aufs Spiel.